Alles neu macht der Schulstart. Mehr Deutsch und Mathe an den bayerischen Grundschulen. Dafür weniger Englisch, Musik, Kunst, Werken und Gestalten. Die Folgen des Lehrermangels nicht mehr aufzuhalten. Jetzt heißt es Bildungsqualität sichern. Bildungsqualität ist, wenn ich jedem Kind gerecht werden kann. Dem Starken, der noch zusätzlich in Mathematik eine Aufgabe will, weil er irgendwie sich knobelnd bewegen will und irgendwas noch reißen will, weil er ganz viel mathematische Kompetenz hat. Und auch demjenigen, der sprachlich gar nicht versteht, was in Mathematik gerade gefragt ist. Die Lehrer geben dem Kultusministerium Hausaufgaben auf. Die Lehrer dürfen nicht überlastet werden mit zu vielen Stunden. Die Grundschulen müssen gestärkt werden, um den Kindern Kernkompetenzen beizubringen. Die Bürokratie muss abgebaut werden. Die Schulen sollen nicht nur vollständig digitalisiert werden, den Jugendlichen soll auch der richtige Umgang mit Medien beigebracht werden. Und? Die dringendste Hausaufgabe ist, für Nachwuchs zu sorgen. Den Beruf so attraktiv zu machen, damit wir, die wir Kernmannschaft sind, jetzt an den Schulen, Good Stories erzählen können, damit junge Leute, von denen gibt es immer weniger, diesen Beruf ergreifen wollen. Wir wollen die Besten haben. Neu startet dieses Schuljahr auch die Verfassungsviertelstunde. Einmal pro Woche politische Bildung. In 15 Minuten. Und das Gymnasium dauert jetzt wieder 9 Jahre statt 8.